Ja, machen wir das doch. Aufnahme gestartet. So. War wieder totale Scheiße. Na, wie immer. Warum eigentlich nicht die Typen aus dem Gängel? Warum kriegen wir das eigentlich nicht auf die Reihe? Einer weniger. Da ist noch einer da. Wir haben Gang an der Luft gestanden. Huh. Jetzt werden wir von den Polizisten zerschossen im Endscreen. Ach du Scheiße, ich geh mal so von oben. Ah. Ach gut. Also wir können das auch so machen, wir steigen in das Auto und fahren weg, oder? Moment. Das ist langweilig. Wir können auch einfach so lang spielen, bis keine Bullen mehr spawnen, ne? Das wird schwierig, vor allen Dingen, weil ich fast tot bin. Steige ein. Ich muss hier nicht einsteigen. Fahr los! Einfach geradeaus fahren! Nicht tot. Du bist auch tot. Ich auch. Wir hätten woanders rausfahren sollen. Wie immer wieder nur Scheiße machen. Ich will diese Jogging... Moment. Wohl, nee. Doch, die letzte. Tschüss. Ich hab nicht getroffen. Ich hab's gesehen. Wir kriegen es eigentlich auf die Reihe umzudrehen. Hm? Holst du mich Hast du schon Sterne? Ja. Der stand gerade irgendwie im Weg. Schau mir jetzt einen roten oder so einen blinkenden Flitzer da. Du hast mich gerade umgebracht. Nein, hab ich nicht. Was machen wir denn heute? Hast du eine Idee? Das gleiche wie immer? Und das gleiche wie immer. Nur auf eine ganz neue Art. Damit der liebe Felix Hese wieder ein neues GTA-Let's Play bekommt. Genau. Ach genau, da kann ich auch noch erzählen, warum er im Moment gar kein GTA-Video mehr kam. Also es lag nicht daran, dass wir keinen Bock hatten oder so, sondern eher, dass meine inzwischen ziemlich genau 9 Jahre alte Festplatte den Geist aufgegeben hat. Und da das Windows drauf war, ging das nicht so gut. Vor allen Dingen, wenn man so 3 Minuten warten musste, bis man mal einen Text eingeben konnte oder so. Da wird es dann auch schwierig, GTA drauf zu spielen. Jetzt habe ich eine neue Festplatte, jetzt habe ich auch genug Speicherplatz. Ja, fahre mich um. Und jetzt können wir schön lange aufnehmen. Aber wir dürfen ja nicht länger als eine Stunde am Stück hochladen. Stimmt. Es wurde uns ja verboten. Oh, jetzt habe ich wieder einen Stern. So weird. Ich sollte meine Aggression nicht auf der Straße rauslassen. Felix, such dir ein Hobby. Okay. Und jetzt... Eigentlich müssten wir mal so ein Battle machen. So 2 SUVs und dann auf dem Dach. Und dann da so... Wer runterfliegt, hat verloren. Wie willst du die SUVs auf das Dach hochbekommen? Cargo Warp. Machen okay. Wir eigentlich... warum komme ich da nicht rein? Doch. Machen wir mit Außenkamera oder... Dann ist mir scheißegal, wie du das machst. Ich weiß nicht, ob du jetzt runterfliegst. Ja, am Arsch. Ja, toll. Jetzt darfst du wieder deinen Cargo Bomb holen und mich da wieder hochsetzen. Oh
Fotokarambolage. Scheiß auf TV Total, ne? TV Total 2.0. Ah, Mann, du hast, glaube ich, das stärkere Auto. Wir hätten die gleichen starken Autos nehmen sollen. Nein! Warte, raus! Falscher! Verdammt! Komm hinterher. Oh, Mann. Du da? Ja, ich wollte eigentlich noch eine Anmoderation machen, aber ich glaube, du warst da ein bisschen schneller, ne? Gut. Das ging zu schnell. Bumm. Das ist ja viel zu, das ist überhaupt nicht hoch genug. Wir müssen höher. Wir müssen eindeutig höher. Das Auto muss explodieren, wenn man unten aufsteht. Jetzt hör auf damit. Ich hab dich nicht getötet, du hast geschossen. Du hast auf mich geschossen. So, was tun wir jetzt noch? Ein höheres Gebäude suchen. Obwohl, nee, jetzt haben wir eine Folge zu Ende, ne? Ja, klar. Wir suchen uns trotzdem ein höheres Gebäude. Und musst du doch eine Abmoderation für die Folge machen. Wir brauchen ein höheres Gebäude. Und das? Und andere Trucks. Genau, das könnt ihr in der nächsten Folge sehen. Die dann 4 Wochen kommt. Nee, nicht in 4 Wochen, in 4 Monaten. Aufnahme läuft übrigens noch, aber ich habe ja genug Speicher. Fang einfach an zu schießen. Warum ist die Tür auf? Warum liegt hier Stroh rum? Kennst du das? Das ist nicht so langweilig. Ja, jag alles in die Luft. Mein Gott, wir brauchen das noch. Dahinter steht übrigens einer. Danke. Da würde ich nicht hochgehen. Tue ich aber. Achtung. Da wollte ich nämlich hochgehen. Also ich habe alles leer geräumt. Und hör auf mich zu schießen. Danke. Du sicherst, ich räume auf. Quatsch. Ey, ich stehe auf der Mauer. Ich stehe auf der Mauer. Ey, ich hab nur einen ohne Kopfschuss getötet. So. Jetzt elegant wieder runter. Und Cargo Bobs holen. Ich gehe mal kurz einkaufen. Thank you.
Passt. Sag nicht, das fällt runter. Wieder da? Mittlerweile da. Bitte? Du bist ja mittlerweile auch da. Ja. Jetzt mache ich hier meinen Einstieg. Was? Wuhu! Pts. So, gut. Das war die Anmoderation. Ich steig kurz ins Auto und dann kommt der Countdown. Nee, ich fahre noch nicht los. Ich fahre nur von dir aus rückwärts. So. Ich zähl runter, ne? Ja. Bist du bereit? Ich muss meinen Ort wieder in Position bringen. Ja. Ach, du fährst. Okay. 3, 2, 1, los. So unfair, du hast aber ein paar Scheiben verloren. Ich hab keine Rückseite mehr. Ja, das war ich gerade. Zerschießen. Warum nicht? Sonst fange ich damit auch an. Dann darf ich wieder mit Tränen gehabt. Ist mir doch egal, wenn du mit Tränen gehabt wirfst. Ich glaube, im Auto bringt das nichts. Eine Autofahrt sind legendär. Danke. Bitte. Kein Problem. Ich hab fast die Herzen gemacht. Ja, dann hat der andere gewonnen. Ja, eigentlich geht das ja so lange, bis der andere stirbt. Also, ja klar, wenn der in seinem Auto die Luft fliegt, hat er verloren. Also bis der stirbt, bis das Auto kaputt ist. Ist das... Bis der stirbt. Wenn das Auto nicht kaputt ist, ist doch egal. Hauptsache er ist tot. Ja. Ich bin ja beim letzten Mal auch gestorben. Und wenn das Auto kaputt ist und der noch lebt. Ja, dann musst du ihn umfahren. Du darfst ja nicht schießen. Du darfst doch auch. Aber nicht schießen. Verdammt. Oder hier runter, ne? Also runterwerfen oder tot. Aber ich glaube, tot wird als erstes kommen.
Wow. Wärst du eigentlich mit Innenperspektive oder? Mit Außen. Ich fahr immer in Außenperspektive. Du? Ich fahr auch in Außenperspektive. In Innen wäre das noch viel schlimmer und viel schwieriger. Wow. Reifen vorne steht aber ziemlich schief. Meine auch. Meine ja auch. Kannst du nicht mehr fahren oder warum stehst du da rum? Hast du mir wieder irgendwo Bomben platziert? Wow. Du bist ja auch nicht besser. Guck dir deine Karre an, guck dir meine an. Meine ist doch noch ganz, ich hab noch einen Kofferraum. Nein, du nicht. Ja. Ich bin besser als du, sonst wäre ich auf dem Boden. Ja, aber du greifst nicht gut an. Außerdem war der Koffer voll. Nein, den hab ich eben zerstört, als ich hinten reingefahren bin. Was war da für ein Hubbel, dass du so hochgegangen bist? Das sieht voll komisch aus, wie ein Auto immer vorne hochgeht und. Das ist schlecht. So geplant. Fall da. Da. Ja, gut. Zählt das als runter? Das Problem ist, wenn ich da zu stark gegen fahre, fall ich runter. Hey. Auf zu schießen. Und ich würde sagen, das zählt als runter. Du bist nicht mehr hier oben auf der Plattform und du kommst ja nicht mehr hoch. Wir machen so 10 Sekunden, in denen du hoch musst. Moment, ich muss noch kurz den Timer öffnen. Du hast ja währenddessen noch Zeit. Ja, was machen wir denn?
Jetzt steht's 1-1. Ey, komm, ich bin noch ganz. Ja, trotzdem, du bist runter. Runter oder tot? Ja. Ja, komm runter. Nein. Obwohl, wir brauchen neue Autos, oder? Ja, jetzt ist mein Reifen geplatzt. Boom. Ja, liegt ja mein Kokspäckchen. Also es hätte auch nicht mehr lange gedauert, ja, bis ich hoch. Können wir machen. So als Abschluss. Ich wusste es. Wo habe ich den Timer stehen? Verdammt. Ich krieg dich noch. Wenn ich denn richtig lenken könnte. Wuhu. Okay, bin da. Komm, jetzt steig aus. Hallo, ich drück doch F. Ah, ich bin gerade von der Decke gefallen. Das ist einer der geilsten Gangangriffe hier. Warum habe ich fast kein Leben mehr? Ey, warte doch mal eine Runde, hab doch mal Zeit. Sind die? Sind die eine Etage höher? Hm? Ne, da ist einer. Ich bin tot. Schön. Ich nicht. Aber ich bin auch fast tot. Also ich habe auch nicht mehr viel Leben. Wo sind die? Aua. So, der andere ist der letzte, ist oben. Wo oben? Oder unten? Ne, der ist unten. Was ist der denn da unten? Siehst du ihn? So eine Kiste. Steht der da? Ja, er schießt auf dich. Saubere Arbeit. Ich habe eine Errungenschaft erhalten. Yeah. Du hast getötet. 13, 6 Kopfschüsse. Ah, läuft. Jetzt noch Geld plündern. Ja, 10 Dollar. Gut, das bringt jetzt nicht viel. Du musst die Kisten klein machen, die hier rumstehen. Also wenn bei Gängergriffen. Warum? Weil da gelbe Waffen drin sind. Auch um mich zu schießen. Ich schieß nicht auf dich. Ich fall hier nur den Berg runter. Mehr mache ich nicht. Du hast geschossen. Du hast angefangen. Nein. Naja. Gut, dann würde ich sagen, ist hier die Folge zu Ende. Auch wenn sie wahrscheinlich jetzt wieder mega lange war. Ja, und das scheißegal. Aber ist doch scheißegal.